Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir Victor getroffen, Els Vater, und ja, der hatte irgendwas mit uns zu besprechen auf leicht nicht sehr unbedrohliche Art. Und ja, der wartet jetzt draußen und wir sind hier drinnen und wir müssen nach draußen. Und meine Katze ist zurückgekehrt. Bams. Und ja, das war sehr gut. Ist genau nicht das, was ich haben wollte. Alles klar. Victor, willkommen. Und okay, wir hätten, glaube ich, noch speichern können vorher. Oh, das sind so Lampen. Ich dachte, das wäre Elementerz. Okay, ich hatte gewusst, dann hätte ich vorher sogar gespeichert. Also, lass mich mal kurz speichern. Du wartest doch da, ne? Ja, okay. Der gibt uns jetzt voll aufs Maul. Ich weiß es doch. Macht mir doch nichts vor, ja, hallo. Ja. Wenn man so die letzten Bosse anguckt, letzte Story-Boss war ja Odin und der war eine Lachnummer. Also, wie sieht's mit dir aus? Ich habe zwar sehr viele Kämpfe ausgelassen in letzter Zeit, aber trotzdem. Impressive view, yes. Has Spyrite technology been perfected in this dimension? It has, and you perfected it 8 years ago. I see. But then, I killed you. Why in the world would you do that? I didn't stop at Jude either. I killed you in this dimension as well. Alvin, Leia, and even Elise. I killed you all. You tried to stop me from killing Beasley. Even Julius took your side. Beasley made a grave mistake when he tried to take Elle from me. I'll ask you again. What are you plotting? Beasley, ist eigentlich der Anführer von Spyros, oder? I simply wish to live in peace with the real L. Oder wer? That will never happen, as long as he exists. Victor, don't tell me you're... A fractured version of Luger? What? Exactly. I'm the future version of you, and now I shall become... A real you! Hey, what's everybody doing here? Go back inside, honey. We're just having a little talk. Daddy! No need to be frightened, Del. If we go to the land of Canaan, I can make this all go away, I promise. You and I can live happily ever after, Hell. We really can? Bleib zurück, L. Ist das überhaupt möglich? Ja, bleib zurück. She's not yours to order around. I'll make a wish to the spirit origin to start my life over again. Nein, L. And L will be with me, of course. Reborn as my daughter in the prime dimension. I'll be reborn? That makes no sense. You'll be different people. But we will still be together! Daddy! Everything will be fine. We'll make brand new memories. Come here. This time, Mommy will be with us too. No! I don't want that! No! Is mine. Oh Mann. Sag mal bloß nicht in den Zweikampf, da wäre ja richtig blöd. Er hat auch noch mal. Oh, zwei Knarren. Leck mich. So you lured Luger into this dimension to trade places with him. Könnte mir mal jemand helfen? Your own daughter. Yes. I Danke. Knew Elle would bring Luger to me. After all, I am the final way marker. What kind of monster manipulates his own daughter like this? What the hell do you know?
Ja, ne, der müsste. Ja, verdammt. Ich wollte gerade sagen, der müsste sich da aufwachen können dann. Nennt mich. War eine epische Musik im Hintergrund. Victor. 62, ja. Leck mich, da kann auch die ganzen Attacken. Oh. Au. Mixer. Ich kann halt auch, na? Wäre irgendwie witzig, wenn der. Was? Okay. Oh, leck mich. Und jetzt seine Maske wieder auf. Was? Fuck, das war ein Falsche. Nicht auf mich, nicht auf mich die ganze Zeit. Mehr kann ich auch hier. Okay, schaffe ich schon. Ja, komm. Achso, er legt voll los am Ende. Hey! Nicht wo. Kann ich auch hier. Nein, geh weg. Vor allem, wir haben keinen Heiler. Das ist jetzt gerade richtig blöd. Komm schon, irgendwas. Jawohl. Kann ich auch hier. Kann ich auch hier. Warum tue ich hier so ein? Warum tue ich hier so rumtrauen? Das ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Und das Ding müsste ja eigentlich genauso schnell aufgeladen sein wie meins, ne? Okay, wir haben den aber, glaube ich. Sehr gut. Sehr gut. Macht irgendwas. Einfach irgendwas raushauen. Ja, das war sehr gut. Fuck. Au. So greift er so gut wie nie an, oder? Wir sitzen die ganze Zeit hier am Kaputthauen. Komm mal her. Das scheint nicht so lange aufzuladen. Im Eins. Oh Mann. Mach, entscheide ich mal. Bad. Er kommt gar nicht zum Angreifen. Ja, hab ich das Gefühl. Oder doch vielleicht. Kann ich auch hier. Boink. Round, du musst nicht ausgerechnet ganz nach vorne gehen. Ja, okay, vielleicht greift er auch nicht so hart an, weil wir keinen Heiler haben, ne? Okay, Jude, wird er eigentlich auch noch Heiler. Boah. Muss man sich alles vorstellen, ist jetzt nur. Wir bekommen nur so wenig Schaden wegen den ganzen Gerichten, die wir jetzt anhaben. Hätten wir nicht an, dann wären wir voll tot. Ihr könnt ruhig angreifen, Leute, ne? Wisst ihr? Ja, ich brauche ein paar. So, kämpfen wir so, genau. Ein paar TP. Oh, sehr gut. Ich kann's vergessen. Verwandelt sich gar nicht mehr, kann das sein? Gut. Hm. So, kann ich jetzt mal. Danke. Sehr schön. Ich bin der echte Bams. Was?
Aber wenn sie das sagt, will ich gar nicht weiter kämpfen. Wer ist das? Our souls are one. Yeah. What happened? Bist du mit Bubble Blast, hallo? Du hast mich wieder auf Maul. Zack. Gar nicht getroffen mit dem Angriff gerade, aber egal. Der hat immer noch so viel. Leck mich. Oh. Oh. Was? Hey. Au. Boah, auf alle. Au, 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 und da ist der erste gefallen. Boah, jetzt geht der richtig ab, kann das sein? Das war gut. Beide gleichzeitig. Oh, fuck. Ist ja unbesiegbar. Ich habe beim letzten Mal gar nicht drauf geachtet. Oh. Komm mal her. Jude, lenk ihn ab, danke. Komm her. Boah, wie schnell der mein Ding kaputt haut. Fuck. Lass mich raten, der tut das jetzt viel öfter machen, oder? Das ist aber ein geiler Kampf, muss ich sagen. Hilfe! Komm mal hier hin. Okay. Sehr gut. Oh, voll unendliche Action, ja. Ich will auch diesen Angriff machen. Ich weiß noch nicht, wo ich den gelegt habe. Da nicht. Ah, 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 ah. Leck mich, da kommt jetzt gleich wieder mit seinen Dings, ne? Seine Missart. Habe ich nichts auf Dings gelegt, ey? Hm. Man weiß ich. Ja. Hat er jetzt gewechselt? Gar nicht wahr. Hm. Mein Gott, was für ein Kampf. Oh, fuck. Ja, jetzt tut er auf jeden Fall viel schneller machen. Leck mich! Was? Oh, mein Gott. Oh, weh, du fangst dich da nicht zurück. Oh, Mann. Ich wollte schon sagen. Hilfe! Warte, gleich habe ich mein Ding voll. Hilfe! Komm her! Ich glaube, ich sollte echt einsetzen, wenn der seine Verwandlung da macht, ey. Oh, ich hab keine TP. Warte, war das von uns? Warte. So, jetzt bist du dran. Okay, bist vielleicht nicht dran, aber es wird sehr wehtun. Nicht gut. Mein Gott, hier ist unendlich viel Action.
Sehr gut. Und der Kampf geht schon 15 Minuten gleich. Nee, kann nicht. Aber wegen den Cutscenes, meine ich. So, bin gleich tot. Komm, verreck. Das wird doch wohl reichen, oder? Komm! Boah. Das war ein geiler Kampf. Daddy. This can't be happening. Oh, I'm sorry. We had no choice. Oh, das war so ein geiler Kampf. Blitz und Hagel, überschreiten, sehr gut. Boah, das war ein geiler Kampf, kann ich nur oft genug sagen. Oh. Aber wir haben ihn gewonnen. My body. Daddy. Damn, I'm already out of time. Listen, Luker. There is a limit to how much you can use your power. A limit? Wait, does that mean... You've become a divergence catalyst? All power comes with a price to pay. That's just the way it is. You see? So that's why you chose to be reborn. Luger! Oh Mann. Sie geht dann schon wieder los. What are you going to choose? Ich kann mich nicht selbst töten. Ah, das wird nicht gut ausgehen. Please. Take care of Vel. Open the path to Kanan. Complete origins trial. Okay. Hey. Where's Elle? She's becoming a catalyst. But why would something like that even happen? Unless the power really is within Elle. We're not going to figure this out here. Let's find a room in Drellin. Oh, man. Oh man, haut mir doch noch hier eins rein, ne? This must be so hard for Luger. And there's nothing we can do. Even the Lord of Spirits is powerless to help. Der Katalysator.
L's becoming a divergence catalyst? I don't understand how this could happen. According to Victor, becoming a divergence catalyst is the price for using the clan's power beyond a certain limit. If L is the daughter of Luger from a fractured dimension, that would make her part of the Kresnik family. But she doesn't even seem to have access to Chromatis powers. Jude, you started to say something about this earlier. Do you remember what that was? I do. The pocket watch is the key to manifesting the Chromatis, right? But when Luger first transformed into his Chromatis, it was L that was holding the watch. So Luger has been using L as a conduit for his power. Do you remember how Luger couldn't transform into his Chromatis when we first met the other Mila? That's because L wasn't with us then. So then L has been paying the price for Luger's use of the power. But it goes without saying that Luger had no way of knowing this. Still, there was no way for any of us to know of this. I'm sorry, Luger. There's no need to apologize. Who could have possibly guessed that the Chromatis was linked to the catalysts like this? Ja. Und hier scheint kein Speicherpunkt zu sein, aber ich will mal versuchen, da einen Speicherpunkt zu benutzen, ohne dass eine Cutscene ausgelöst wird. Wahrscheinlich können wir sowieso nicht dahin, ne? Nee. Suche dir eine Unterkunft in Drellin. Kommt eine Cutscene? Ja? Nein? Lass uns erst ein Zimmer nehmen vielleicht. Ich will nämlich erstmal einen Schnitt machen und speichern und so. Okay, aber dann würde ich sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.